ist ganz schön anstrengend, Laura. Ja, ich weiß. So, ich stehe mir das ab. Herzlich willkommen beim Kidstream. Das ist der letzte Kidstream, bevor wir in die Pause gehen. Und ich freue mich darauf, ihn mit euch verbringen zu dürfen. Lara, wir haben Stühle mitgebracht. Dazu kommen wir aber erst gleich. Richtig. Magst du davor beten? Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Herr Jesus, für diesen letzten Kidstream. Danke, dass wir nochmal die Möglichkeit dazu haben. Und ich bitte dich darum, dass wir selber etwas für uns entdecken können, was wir später noch hören. Und bitte dich um ganz, ganz viel Freude. Amen. Amen. Wir haben Gleichstand bei unserem Wettkampf, den wir so die letzten Male gemacht haben, wenn wir moderiert haben. Es steht nämlich 2-2. Wir haben nämlich gerade eben noch einen in der Halle gemacht, wo wir nicht den Aufnahmeknopf gedrückt haben, leider. Da hat Lara nämlich gewonnen. Hier seht ihr auch nochmal Bilder. Genau, mit einem Turm, der über 2 Meter hoch war. Über 4 Meter, stimmt, der Zollstock zweimal. Über 4 Meter hoch war. Meiner war ein paar Zentimeter kürzer, leider. Deswegen hat Lara den Punkt gewonnen. Und Lara, was machen wir jetzt mit den Stühlen? Genau, jetzt wird es hoffentlich wieder hoch, denn wir versuchen, so viele Stühle wie möglich aufeinander zu stapeln, ohne sie so ineinander zu stellen. Also so dürfen sie nicht sein. Nee, ich habe zwar noch keine Ahnung, wie das gehen soll, aber wir versuchen das einfach mal. Alles Wollen wir klar. wieder 5 Minuten sagen? 5 Minuten darf man rumprobieren und dann zählt man, wie viele Stühle das sind. Also jeder hat 5 Minuten? Ja. Oder sagen wir beide gleichzeitig 5 Minuten? Nee, gleichzeitig 5 Minuten. Gleichzeitig 5 Minuten, okay. Wenn wir mehr Stühle holen, brauchen, holen wir uns die. Ja. Okay. Du warst auf dem Plätze fertig, los. Mhm. Muss das denn auch hoch sein oder einfach nur so viel? So viele, wie es geht. Okay. Auf die Plätze, fertig, los. Zusammen runter? Achso, ja, komm mal. 13. 14 Stühle. 14 und 15. Herzlichen Glückwunsch, Lara. Danke. Ich bin ziemlich kaputt. Ich würde sagen, ich auch. Wir singen jetzt ein Lied. Viel Spaß dabei. Macht wirklich mit. Und dann bis gleich. So, fürs nächste Lied müssen wir unsere Trommel rausholen und die mal vor uns stellen und dann geht's los. Hey! 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 Hey!
Größte. Du bist Gott der ganzen Welt, dessen Wort nie verfällt. Du bist stark, du bist der Stärkste. Wer dir vertraut, bekommt neue Kraft. Wer dir vertraut, der kann fliegen. Und ich flieg, 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 flieg wie ein Adler. Weil ich dir vertraue, flieg ich wie ein Adler. Ich bin stark, 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 bekomme neue Kraft. Weil ich dir vertraue, bekomme ich neue Kraft. Ich vertraue dir, dem der alles schafft. Und ich flieg, flieg, flieg in neuer Kraft. Dum, 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 hey! Dum, 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 hey! Dum, 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 hey! Wer dir vertraut, bekommt neue Kraft. Wer dir vertraut, der kann fliegen. Und ich flieg, 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 flieg wie ein Adler. Weil ich dir vertraue, flieg ich wie ein Adler. Ich bin stark, 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 bekomme neue Kraft. Weil ich dir vertraue, bekomme ich neue Kraft. Ich vertraue dir, dem der alles schafft. Und ich flieg, flieg, flieg ins neuer Kraft. Und ich flieg, 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 stopp. Und ich flieg, 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 stopp. Und ich flieg, 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 stopp. Und ich flieg, 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 stopp. Und ich flieg, 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 flieg wie ein Adler. Weil ich dir vertraue, flieg ich wie ein Adler. Ich bin stark, 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 bekomme neue Kraft. Weil ich dir vertraue, bekomme ich neue Kraft. Ich vertraue dir, dem der alles schafft. Und ich flieg, flieg, flieg mit neuer Kraft. Was für ein gutes Abschlusslied. Und weißt du, was noch richtig gut ist, Lara? Dass wir in den Kistchen so viele Freunde kennengelernt haben. Die ganzen Gäste, die da waren. Es war so schön. Wer hast du irgendwie auch noch dazu gewonnen? Ich habe Maggie ganz neu kennengelernt. Ja, und Carina ganz am Anfang sogar noch mit ihrer Biene. Richtig. Und dann später mit Thorsten zusammen. Und Dorothee war ja auch hin und wieder mal dabei. Oder Hanna oder Annika. Also das sind schon einige Freunde. Richtig. Und wir beide haben einen ganz besonderen Freund, den Lars auch hat. Und zu dem wird er euch gleich noch mehr erzählen. Also genießt die letzte Andacht jetzt nochmal vor dem Sommer. Viel Spaß. Lars. 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 Oh, hallo. Ah, bin wieder bei der Arbeit. Schön, dass ihr da seid. Ach, wisst ihr was? Ich mach mal kurz Pause, wenn ihr da seid. Herzlich willkommen, Freunde. Bin gerade am Holzhacken. Apropos Freunde. Könnt ihr euch noch erinnern an die letzten Wochen? Wie viel wir über Freunde gehört haben, über ganz unterschiedliche Freunde, Freunde, die geholfen haben, Freunde, die zugehört haben. Da waren zum Beispiel die, na, hiermit wurde das erklärt. Ich versuch's mal, ich kann's nicht so gut, aber so war das. Wisst ihr noch, was das war? Die vier Freunde, die ihren Kumpel, der nicht laufen konnte, durchs Dach runtergelassen haben. Oder was hatten wir denn noch? Ah, hier. Diese Freunde, die Flaschen, die bei Hiob waren und so
so viel Zeit damit verbracht haben, zuzuhören, die Probleme zu hören, die Hiob hatte. Und dann hatten wir auch noch, ach, hier, das hier. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Jonathan und David, wo Saul versucht hat, beide umzubringen, weil er eifersüchtig war, weil er wütend war, weil er sauer war, wie beide ihr Leben eingesetzt haben für den anderen. Freundschaft ist schon was Cooles. Und ich weiß ja nicht, wie viel Freunde ihr habt. Aber meistens hat man ja Freunde, mit denen es irgendwie zusammenpasst. Ne? So schöne, glatte Flächen. Man hat vielleicht dieselben Interessen. Man spielt vielleicht zusammen Fußball oder man spielt dieselben Computerspiele. Man wohnt vielleicht nebeneinander oder man hört dieselbe Musik. Das Problem an den glatten Flächen ist aber manchmal wie beim Holzhacken, dass wenn von außen was kommt, die gleichen glatten Flächen auch ganz schnell auseinanderplatzen. Die vier Freunde, die ihren Kumpel aufs Dach geschleppt haben, um ihn dann runterzulassen, ja, die haben ihm geholfen. Aber heilen konnten sie ihn nicht. Oder die Flaschen, die Hiob zugehört haben, haben lange geschwiegen, haben lange zugehört, aber am Ende den richtigen und den wirklich aufbauenden Rat konnten sie ihm auch nicht geben. Und Jonathan und David, ja, die haben ihr Leben füreinander eingesetzt. Die haben gerade noch so den Kopf weggekriegt, als Saul mit dem Speer geworfen hat. Aber am Ende musste David auch fliehen. Und die beiden waren nicht mehr zusammen. So, menschliche Freunde haben auch immer so ein bisschen Schwachstellen. Vielleicht kennt ihr das. Euer bester Kumpel ist weggezogen, weil sein Vater woanders Arbeit hat und man verliert sich aus den Augen. Oder manchmal, da kommt eine WhatsApp hier, WhatsApp da und man versteht irgendwas falsch und kriegt sich in die Wolle. Und dann sind die ganzen Interessen plötzlich gar nicht mehr so wichtig. Man ist sauer aufeinander. Oder du hast Freunde, wenn du ein wirkliches Problem hast, dann können sie zwar zuhören, aber dir wirklich helfen können sie auch nicht. Und das ist auch gar nicht schlimm. Wir Menschen können nicht alles. Wir Menschen sind nicht perfekt. Aber wie wäre das denn, wenn man einen Freund hätte, der immer da ist, auch wenn man wegzieht? Wenn man einen Freund hätte, der dich nicht nur aufs Dach schleppt, sondern der dich heilen kann? Wenn man einen Freund hätte, der nicht nur sein Leben riskiert für dich, sondern sein Leben tatsächlich für dich gibt? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Für alle, die hier regelmäßig am Kids-Team teilnehmen, wissen ganz bestimmt, wo ich hinaus will. Jesus ist so ein Freund. Und Jesus hat ziemlich hohe Ansprüche an Freundschaft. In der Bibel, da lesen wir in Sprüche 17, Vers 17, da steht: Ein Freund liebt zu jeder Zeit. Ziemlich hoher Anspruch. Und in der Bibel steht nichts, was Jesus nicht auch selbst für sich in Anspruch nimmt. Ein Freund liebt zu jeder Zeit. Für immer. Immer können wir uns ja gar nicht vorstellen. Immer ist ja so lang. Aber Jesus sagt, für immer. Und Jesus, der bringt dich nicht nur aufs Dach. Jesus kann heilen.
Und Jesus kann auch Tränen trocknen. Und Jesus hört auch nicht nur zu, sondern Jesus versteht. Versteht dich ganz genau. Und was am wichtigsten ist, Jesus ist nicht nur, dass er sein Leben riskiert. Jesus hat sein Leben gegeben. Und da spielt Holz auch eine Rolle. Am Kreuz hat er sich annageln lassen, um deine Probleme zu lösen, um deine Schuld zu bezahlen. Da gibt es natürlich viele, die sagen, ja, das mit dem Jesus, dann darfst du das nicht und das nicht und du sollst das nicht und das nicht. Ne? Da ist das nicht so glatt. Da ist das vielleicht so. Aber ist das so, dass du das nicht darfst und das nicht darfst? Ich glaube, dass Jesus ein Freund ist, der wirklich will, dass es dir gut geht. Und der nicht nur dieselbe Musik hört wie du oder dasselbe Spiel spielt wie du, sondern der sich in alle deine Lebensbereiche reindenken kann, reinfühlen kann und immer will, dass es dir gut geht. Das führt dann dazu, dass das so wie hier, du und Jesus sich ineinander verweben. Und in der Bibel steht an einer anderen Stelle im Römerbrief, in Römer 8, Vers 38, da steht, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Bei menschlichen Freunden, da ist es oft ganz leicht, wenn von außen irgendetwas kommt und haut da drauf, dass es auseinanderfällt. Bei Jesus, da kann kommen, was will. Und wir haben, wenn wir das Stück Holz mal sehen, da wird es ganz viel schwieriger. Da kann ich so doll hauen, wie ich will. Da ist es nicht glatt, da ist es verwoben. Und das macht die Verbindung viel, viel stärker. Ich persönlich finde das großartig. Und das ist auch kein Glück und kein Zufall. Jesus ist da. Der ist für mich da, der ist für dich da. Und du musst dich auch nicht besonders rausputzen und du musst auch nicht irgendwelche Interessen haben, um wirklich mit Jesus diese feste Freundschaft eingehen zu können. Es reicht schon ein Gebet oder in der Bibel steht, einfach seinen Namen anrufen. Wenn du glaubst, dass Jesus lebt, wenn du glaubst, dass Jesus für dich ans Kreuz gegangen ist, wenn du glaubst, dass Jesus ein Freund für ewig für dich sein kann, und dass die Verbindung so fest ist, dass nichts und niemand von außen dazwischen kommen kann und dich scheiden kann von Jesus Christus, dann bete doch einfach mal und sag, Jesus, ich möchte dein Freund sein. Ich danke dir, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Und es tut mir leid, dass ich so viele Dinge gemacht habe, die falsch waren. Es tut mir leid, dass ich nicht an dich geglaubt habe. Ich glaube, dass niemand, der diese Freundschaft eingegangen ist, jemals bereut hat. Jesus kann heilen. Jesus kann zuhören und Tränen trocknen, aufbauen und dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Jesus
hat sein Leben für dich gegeben. Und Jesus geht mit dir eine unlösbare Verbindung ein. Ich wünsche euch das, dass ihr das erleben könnt. Wir sind ja erstmal im letzten Kidstream. Ich wünsche euch einen Riesensommer. Ich wünsche euch, dass ihr Zeit habt, tolle Dinge zu erleben. Ich wünsche euch tolles Wetter. Und ich wünsche euch, dass ihr Zeit habt, über Jesus nachzudenken. Und ich wünsche euch, dass ihr euch Zeit nehmt, diese Freundschaft mit Jesus einzugehen. So, und da sich die Arbeit nicht von selber macht, hack ich jetzt noch ein bisschen weiter. Den packe ich mal weg, weil der ist mir einfach zu schwer. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Lars. Das ist so cool, dass wir Jesus als so einen guten Freund haben, der immer bleibt, oder? Richtig, richtig gut, das stimmt. Du hast am Anfang gebetet, ich bete zum Abschluss. Mach das. Danke, Jesus, dass du unser Freund bist und dass du uns auch begleitest, auch wenn dieser Kidstream aufhört, dass du nicht aufhörst, unser Freund sein zu wollen. Und ich möchte dich bitten, dass jedes Kind, das die Kidstreams irgendwie verfolgt hat, das auch lernen durfte und auch spüren durfte und auch jedes Elternteil oder wer auch sonst immer noch diese Kidstreams schaut, dass er dich kennenlernen durfte und neu gewinnen durfte als Freund. Amen. Amen. Damit, Lara, bleibt uns nichts anderes übrig als Tschüss zu sagen, bevor wir in die Pause gehen. Und wir melden uns, wenn es wieder losgeht oder wenn wieder was kommt. Euch einen richtig, richtig guten und angenehmen Sommer. Viel Freude.